Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur dritten Auflage unserer YouTube Predator Cup Sonderausgabe, dem YPZ Fans 2024. Heute zeigen wir euch die zweite von insgesamt vier Episoden unseres Fanformats, in dem vier Mitglieder der Hecht und Barsch Community im Team mit jeweils einem YPC-Profi um sagenhafte Sachpreise antreten. Als Hauptgewinn sponsert Grundens eine Hechtangelreise nach Schweden inklusive An- und Abreise, Unterkunft, Guiding und einer wind- und wetterfesten High-End-Ausrüstung im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Das ist aber längst nicht alles. Kein Teilnehmer geht hier mit leeren Händen nach Hause. Auf einen der Fans warten ein Riesen-Tackle-Paket von Westin, bestehend aus einer Casting-Kombo für Hecht und Barsch, jeder Menge Tackle, Merch und einer hochwertigen Angeltasche. Savage Gear sponsert ein Sommer-Setup für sportliche Großfischjäger. Neben einer Big Bait Casting-Kombo gibt's nämlich gleich noch das Coastal Stand-Up Angelboard, um die dicken Muttis auch an abgelegenen Spots aufspüren zu können. Zu guter Letzt darf sich ein Teilnehmer über ein einjähriges Raubfischköder-Abo freuen. Mit dem Lure-Drop bekommt einer der Fans die neuesten Köder-Highlights aus aller Welt pünktlich zum Monatsanfang direkt nach Hause geliefert, passend zur jeweiligen Jahreszeit, immer mit exklusiven Sonderfarben und dank des mitgelieferten Terminal-Tackle sofort nach dem Auspacken bereit für den Einsatz. Am Vormittag des ersten Tages haben sich die Bedingungen für unsere acht Angler als durchaus anspruchsvoll dargestellt. Große Teile der Turniergewässer waren im Rahmen der Predator-Tour kurz zuvor von über 100 teilnehmenden Teams ordentlich beackert worden. Das hat zwar nicht zu völliger Beißunwilligkeit, aber doch zu einer gewissen Skepsis bei den Räubern und einer relativ hohen Fehlbissquote geführt. Vor Beginn der zweiten Tageshälfte stehen für die vier Teams aber trotzdem schon einige gute Fische zu Buche. Am besten gelaufen ist es für Dustin und Simon, die mit einer schon jetzt soliden Fullcard in Führung liegen und sich nun anderthalb Tage ohne allzu großen Druck aufs Upgraden konzentrieren können. Bei den Zweitplatzierten hingegen ist der Druck im Laufe des Vormittags eher gestiegen, denn während Profi Mark schon vier teils bärenstarke Wertungsfische einreichen konnte, steht Nino als einziger Fan noch ohne Fisch da. Auf Rang 3 folgen Helge und Luis. Der Fan hat seine Pflicht mit zwei großen Barschen und einem Zander eigentlich schon getan. Mal sehen, ob Luis nun auch selbst dafür sorgen kann, dass der berüchtigte Big Fish Flachmann erneut an Deck geholt werden muss. Auf Rang 4, aber keineswegs abgeschlagen, folgen die beiden Jungspunde der Runde. An der Seite von Johannes wirkt Fan Till hier von Anfang an bemerkenswert abgeklärt und konnte bereits einen 45er Barsch zu den insgesamt drei Wertungsfischen beitragen. Soweit der derzeitige Stand. Wir schauen zu Beginn der Folge einmal kurz auf die Positionen der Teams. Dustin und Simon angeln als einziges Team auf dem Fluss, sind aber mittlerweile von der Arma auf die neue Meerwede gewechselt. Nino und Mark haben genau wie Helge und Luis auf dem HV begonnen, fischen inzwischen aber auf dem westlichen Hollandsdieb. Dort hatten auch Till und Johannes einen guten Teil ihres Vormittags verbracht, jetzt aber sind die beiden erstmals ein gutes Stück in den Osten des HDs gefahren, um sich in Nähe eines großen Industriehafens Johannes Paradedisziplin zu widmen. Der erste richtige Platzwechsel des Tages. Und jetzt ändern wir auch ein bisschen die Taktik, weil jetzt kommt die Stange ins Wasser. Und zwar so, dass er auch funktioniert. Wir starten jetzt gleich mal, wenn die Route parat ist, die Power Hour. Wir brauchen einmal Shoot and Jerk. Noch ein Prototyp, aber soll jetzt wohl langsam unterwegs sein. Apropos Prototyp, der Drunk Shooter Junior bzw. Turnierköder. Denn normalerweise kennt ihr den hier, 25 cm. Großfischmagnet, aber im Turnier, wie auch jetzt, muss man manchmal auch die 70er, 60er Zander fangen. Oder gerade im Sommer auch mit ein bisschen kleineren Ködern. Und da ist der hier genau der richtige. Würde ich sagen, starten wir die Power Hour. Geht's einmal hier auf live und feuerfrei. Viel Luftblasen hier. So, Helge. So, jetzt geht's ins nächste Kapitel. Wir müssen versuchen, unsere Fische abzugraden. Wir werden jetzt gleich unsere Power Hour starten. Ich werde das Boot steuern. Wir haben es gestern einmal kurz geübt, wie so meine Kommandos sind. Das hast du ganz gut gemacht. Wir werden jetzt zwei unterschiedliche pelagische Routen fertig machen. An eine pelagische Route kommt hier der Klassiker, der Harry Louis.
aber in der Größe 20 cm. Das war der hier. So in der Farbe Prototype. Funktioniert hier in dem Gewässer super. Und an die zweite Route, da kommt dann der Stalking Louis zum Beispiel. Ich denke mal, wir nehmen den großen Kescher. Ja, aber erst wenn wir einen Fisch drauf haben, dann, okay. Dann renne ich nach hinten und hol den. Aber lass uns erstmal so weit kommen, dass wir uns über einen großen Kescher Gedanken machen müssen. Genau. So, jetzt machen wir einen Pendelwurf. Warte. Jetzt. Schon schnell. Stopp. Bisschen hoch. Halten. Bisschen hoch. Stopp. Bisschen hoch. Dieses langsame Hochkurbeln, was ich gesagt habe. Dieses etappenweise. Ja. Weiter. Ah. Fisch. Komm, netz. Hier drüben. Nein. Ist doch raus. Alles gut, ich hab noch dran. Ja, alles klar. Alter Schwede, so ein Kühler. Ja, so ein Kühler. Das ist ein Wasserfisch. Wahnsinn. 62. Definitiv ein schöner Zander. Ja, auf den Köder, ne? Auf den großen Köder, auf das Swimbait. Ich bin eigentlich auf Hecht unterwegs, aber den nehmen wir auch. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Für den Hecht bin ich ja da, ne? Genau. Das hier war der Übeltäter. 22 cm Dauswimmer, ein großer Swimbait, Glidebait. Wie gesagt, eigentlich suche ich den großen Hecht und den wollte er haben. Ist nicht der erste Zander, der die Woche hier auf den Kollegen reinfällt. Scheint so, als sei der Köder bei Marc eher Nebensache. Der Hesse treibt den Punktedurchschnitt weiter nach oben. Idealerweise fängt Nino also jetzt einfach die fehlenden zwei Hechte. Die in Führung liegende Konkurrenz gibt sich jovial. Oh, perfekt. Gut gemacht, Marc. And here is it 62 and 68 now, right? Yep. Oh, that's not bad. Very good. Ja. Yeah. Meine gewählte Big Bait Route ist jetzt von Gunky aus der Chuten Cut Serie und das ist die 245 XXH. Die hat Wurfgewicht bis 140 Gramm und maximal 180. Und die 180 kann man ruhig auch schon mal ausreizen, aber ist eben eine tolle Big Bait Route. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch mal meinen YouTube-Kanal verfolgt. Falls nicht, auf jeden Fall mal reinschauen. Da habe ich die Route auch schon öfter im Einsatz gehabt. Und das Tolle ist, sie ist eine schwere Big Bait Route, also ich kann große Köder werfen. Aber sie hat eine Aktion am Ende und ist kein Besenstiel. Und so steigen eben auch weniger Fische aus und der Köder läuft schöner und sauberer. Gerade mit so Swimbaits ist es wichtig, dass die Route nicht zu bretthart ist, dass die Aktion sich komplett entfalten kann. Maybe with crankbait under the rocks in yeah, maybe. Inside, yeah? Maybe. I will try. I will grab a crankbait for you. The Fire Tiger one that I used yesterday? Yeah. Yeah. Oh, that was a perch! Oh. Shit! Just continue fishing. Yeah. It was a perch. Plenty of fish in the sea. Shit. But if you miss a bite, especially from the perch, sometimes they follow after, huh? So you miss them. And then if you focus directly, okay. another drop, yeah. Then exactly, then that's, they can... That's it, I then they can come back. This is exactly what I meant. It's klein no, Sander. Okay. Kleine Sander, ja. Kein upgrade, leider. No. Der darf wieder zurück. Ciao, Bella. Perfekt. Yes. Gut gemacht. Thank you very much. Zander, hundertprozentig. Ja? Hundertprozentig. Werf du mal dahin. Von dem Zander. So die Bahn. Hier so? Ja. Oh, der fette Barsch. Guck mal, der fette Barsch. Alter Schwede, ja, ja. Oh. Selbst die gehen da hinterher. Ist der Hammer. Wahnsinn. Fisch. Oh, weg ist er. Ja. Oh, ich hab's mal wieder ein Zander, um ehrlich zu sein. So, I think we should on this. Ja, yeah, perfect. Oh, what the hell? Did you see that fish there? Yeah. What was that? What do you have? Good fish? No, not a good fish. Is it 60 plus? Because then we need it's to. More than I think. Net it. If it's 60, we need to net it.
No, it's more than that. It's not a... No, 60. Oh, no, it's gonna be heavier. Yeah, it's gonna be heavier. Okay, I'm here. Ah, nee, klein. No. Zu klein. No, no, no. Zu klein. Hier in der Strömung fühlen die sich ein bisschen stärker an. Aber das macht Spaß. Auf jeden Fall. So, dann mach doch mal deinen Maul auf, Kleiner. Der hat Kraft. Zack. Aber du auch. Ne? Ja, sicher. Und noch ein kleiner Zander. Der darf auch schnell wieder zurück. Ciao, Baby. Schick uns deine Omi. Gut. Nice. On fire. Fun fishing. Fun fishing, this is it. This is why we go fishing. Yes, of course. We love it. Lot of bites, lot of fun. Frequenzangeln bei Dustin und Simon. Wie läuft's zeitgleich bei den Power Hour Teams? Schwimmen ja alle. Ah, schwimmt weg. Okay, hol hoch. Alter, das ist so kein Bock. Der nicht. Es gibt ein kleines Problem. Wir haben die Stunde ein bisschen schlecht getimed. Denn auf dem Bildschirm ist alles voll mit Luftblasen. Und das ist immer der Fall, normalerweise, wenn Niedrigwasser ist. Weil eigentlich war heute Morgen um 9 Niedrigwasser. Deswegen dachte ich jetzt eigentlich, es müsste wieder gut sein mit den Blasen. Ist allerdings nicht. Jetzt hoffen wir, dass es nur ein bisschen schwieriger ist für mich, die Fische zu sehen zwischen den Luftblasen, dass die aber da sind. Aber scheint wohl so, dass wir die Stunde nicht so optimal geplant haben. Muss man sich durchbeißen. Muss man sich durchbeißen. Hilft jetzt nichts. So sieht's aus. Jetzt. Auf ihn. Ah. Mach die Bremse auf. Komm. Bam. Ja, Mann. Yes, Mann. Oh, der hat gerade, wo du, hast du es nicht auch gemerkt? Nee. Ich habe dir die Route gesagt, ich habe dir die Route gegeben, ich habe gesehen, der Fisch kommt, ich habe dir die Route gegeben. In dem Moment, wo ich hinten angepackt habe, hat er draufgehauen und dann habe ich... Perfekt. Geil. Alles richtig gemacht, Helga. Du kannst anhauen. Ja, Mann. Was ist dein PB? 73. Ah, dann müssen wir mal messen. Luis, wollen wir mal gucken, ob das mein neuer PB ist. Schauen wir mal. Könnte knapp werden, aber das müsste eigentlich ein 70er sein. Schauen wir mal. Den hat er sich ordentlich schmecken lassen. Keine Experimente. Harry Louis in der Farbe Prototype. Regelt. Immer. Licht an. Upsi. 75,5. Das ist ein neuer PB hier an Bord. So ist es. Here we go. Ja, Mann. Sauber. Dann kriegt der Captain wenigstens ein Schnäpschen. Nochmal? Natürlich. Willst du das Mojo kaputt machen? Natürlich nicht. Mach's gut. Weg ist er. So. Geil. Jetzt kommt auf die andere Bootseite. Ich sehe hier nichts. Mein Geber ist aus dem Wasser. Jetzt bin ich wieder back. Top. Ah, so. Herrlich. Wir müssen die Stunde ja auch natürlich auch nutzen. Luis sucht noch eben schnell weiter. Mille grazie. Auf deinem PB? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Alles richtig gemacht. Prost. Luis weist an, Helge führt aus und nach letztem Jahr führt der YPC-Profi auch seinen diesjährigen Schützling zum neuen PB. Wird spannend, wie viele Schnäpse der arme Helge heute noch trinken muss. Erstmal geht's aber rüber zu Till und Johannes, denn auch da hat's in der Power Hour geknallt. Weil die Speicherkarte der Kamera aber just im falschen Moment ihre Kapazitätsgrenze erreicht hatte, können wir euch dazu leider keinen Drill zeigen. Katastrophe. Ja, das siehst du, er hängt einfach wieder am Kopfdrilling. Am Kopfdrilling. Wie immer hängt er eigentlich am Kopfdrilling, aber wir sind im Turnier, wir haben eine Stunde und da muss jeder sitzen. Und ich würde sagen, das ist ein richtig guter Zander. Guter Turnierfisch, nicht dick, aber lang. Und der hat 74. Wichtiger Fisch. Ja, sehr wichtiger Fisch. Wir lassen den Hübschen wieder zurück. Wie vorhin schon. Oh, okay. Ich habe den Fisch still ein bisschen weggefangen, weil der Fisch extrem geschwommen und der Köder kam immer so ein bisschen zu weit links, zu weit rechts runter. Und wenn ich das Boot steuere, kann ich es einfach besser kontrollieren. Und deswegen habe ich jetzt mal kurz Initiative ergriffen, wenn man das so nennen darf. Den Fisch gefangen. Jetzt haben wir nämlich einen gefangen, haben noch eine gute halbe Stunde und den nächsten, den fängst du.
Scheint so, als würde Till Johannes den Fischklau verzeihen. Marc und Nino haben sich auf der Suche nach einem guten Turnier Hecht mittlerweile in ruhigere Gefilde begeben. Schlägt jetzt endlich die Stunde des Lehrlings? Oh, da war der Bike! Oh ja, Alter, Alter, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Okay, er kommt, Achtung, nicht in den Hakenkeschern, einfach fischen. Boah, Alter. Nicht in den Hakenkeschern! Digga, Digga, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Nein, nein, jetzt ist er drin. Boah. Warte. Ja, ist da, ist da. Ach, warte mal, halt mal, halt mal. Ja, ja, ich halte mich auch so. Ich stell den Haken los und dann. Alter. Das war eben kurz Herzstillstand bei mir, ja, muss ich bei sagen. Ja, gerade auch. Warte kurz. Okay, das Gras lassen los. Super. Genau, das habe ich mir gedacht. Ja. Machen wir die Scale ready. Jo. Boah, der war nicht kurz. Kurz vom Herzinfarkt gerade sehen. Ich muss ein bisschen Spannung machen. Ja, genau. Eins, zwei. Hast du? Ja. 1,2 Meter. Ja, 1,2 Meter. Oh, Leute. Geil. Meterfisch. Geil ist das. Auf und aus, ich hab's euch gesagt. Das Ding fängt auch große Hechte, nicht nur Zander. Wahnsinn. Boah, geil. Gut. Und die Dame, ich glaube, ich hänge hier hinten. Ah ja, ich hänge mit meiner Hose im Drilling. Ich lasse mal erstmal den Hecht. Einmal kurz zurück. Jetzt. Yes! Mega! Jetzt musst du mir einmal Zange geben, weil ich habe mich selbst gefangen. Ja, das ist schlicht. Ja. Okay. So. Falls du den Grundsanzug gewinnst, ich krieg deine Hose. Kriegst du, war das für die Hose? Das Ding fängt auf jeden Fall ordentlich Fische. Nino bleibt weiter fischlos, hat aber immerhin das Kescher-Malheur gerade noch abwenden können. Dadurch kann Marc den nächsten fantastischen Fisch einbuchen und schiebt seinen 62er Zander erstmal in die Reserve. Den Konkurrenten wird angesichts des Punktedurchschnitts trotzdem schon jetzt ein wenig bange. 102, okay, okay. The bar is set now. Oh yeah. Now you can chill down, Marc, bitte. Yes. We have to catch a meter as well. I think we can do it. Yes. Sommerschlussverkauf bei der Anglerschmiede. Alle Angelscheinkurse jetzt für 99 Euro, nur für begrenzte Zeit. Alle Infos dazu findet ihr hier. Zander Nummer 2 ist on the way. Na denn. Geht ja ganz schnell. So, und jetzt runter, runter, runter bis zum Punkt. Runter, 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 runter. Ja, 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 runter. Stopp, jetzt zupfen. Ist wieder weggeschwommen. Hoch, hoch, ja. Also du musst richtig auf die Fische drauf. Das ist Hammer. Also. So kenne ich es nicht. Einen Meter zurück. Gut, gut. Kann ein bisschen bremsen. Wenn er genauso weiter schwimmt wie vorhin, dann kriegen wir ihn. Ja, ja, er kommt. Achtung, komm, komm, komm. Ja. Nein. Ah. Hoch, nächster Fisch. Belassen Aber, jetzt, ne? Belassen. Steh besser auf. Halt die Rute mit zwei Händen und knüppel den richtig an. Ich verpool den auch richtig. Gut. Top.
Ja, Mann, Alter. Bäm, ey. Zander so. Angeln. Vorbei. Fertig. Wir haben fertig mit Zanderangeln. Oh ja. Oh, wir müssen uns damit zufrieden geben. Zwei gute 70er, damit sind wir, stehen wir ganz gut da. Jetzt können wir uns heute noch auf die Hechte fokussieren. Ja. Wir haben quasi einen Prototypen gemacht von davor mit den Fransen. Wollten gucken, ob sich alles vernünftig bewegt, ob die Proportionen stimmen. Und wie das so ist mit so einem Prototypen, will man natürlich den sich auch mal dranhängen und versuchen, damit einen Fisch zu fangen. Und es war einfach erschreckend, wie viele Fische wir mit diesem langweiligen Dekor, sage ich mal, gefangen haben, dass ich am Ende gezwungen wurde, von meinem ganzen Monkey Lures Team, diesen Köder in der Farbe so rauszubringen. Und ich will ihn nicht mehr missen. Prototype ist einfach eine Bank. So, schauen wir mal, was wir hier im Kescher haben. Oh ja, das ist ein Zander. Der ist rüber, der ist genau 78. 78. Here we go. Here we go. Yes, man. Till haut knapp daneben, dem geübten Pelager Luis passiert das an anderer Stelle nicht. Mit überragendem Zanderscore im Rücken geht's jetzt also auf Hecht. Bei Marc und Nino ist man sich bezüglich des weiteren Vorgehens noch nicht so sicher. Mir geht jetzt gerade durch den Kopf, was wir am besten machen, was am sinnvollsten ist. Ob wir jetzt noch ein bisschen Zander angeln im HD. Aber eigentlich haben wir... Also ich würde sagen, das ist schwierig. Muss ich mir mal noch durch den Kopf gehen lassen. Oder ob wir einfach so weitermachen. Also, wir können auch ein bisschen pelagen, du kannst ein paar Fische anwerfen. Ja. Aber ich bin jetzt nicht der Pelager. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir überlegen uns jetzt mal, was wir machen. Und dann melden wir uns gleich mit Fisch zurück. Der Plan ist jetzt, wir fahren die Plateaus an, wo Simon schon viele Meterhechte gefangen hat. Und versuchen da, die Krautfelder zu bearbeiten und das zu wiederholen. Ja. That's the plan. Now it's time to upgrade, eh? Yeah, all right. And, 80 centimeter pike doesn't help us much. We need something like Mark just caught, meter plus. That would be nice. Let's go. Das ist belastend. Ich hab dich zum Fisch geführt. Tag ist noch lang. Mein Teil war erfüllt. Ja, mein Gott, dann ist das so. Nein, mein Gott. Passiert. So, das war's. Aus Ende Feierabend. War mal in Hafen. Jetzt ist der Plan, dass wir an eine steil abfallende Kante fahren. Primär auf Hecht, aber da gibt's auch große Zander. Theoretisch auch Barsch, aber steht es nicht im Fokus. Till angelt groß auf hoffentlich ein Riesenhecht. Ich angel ein bisschen kleiner, um den Zander ein bisschen in den Fokus zu nehmen und einfach einen Hecht zu fangen, dass man die Karte zumindest hechtmäßig voll machen könnte. Und ja, da gucken wir mal. Die Kante ist sehr lang und die werden wir jetzt bis 4 Uhr ausdriften. Wir brechen jetzt etwas früher die Power Hour ab, denn das war's. Also mit Zandern bin ich zufrieden. Das ist das, was ich mir erhofft habe, dass man zwei gute End-70er Zettis hat in der Wertung. Das brauchen wir mindestens, um eine reelle Chance zu haben auf den Titel. Oh ja. Und wir haben jetzt noch fast einen halben Tag Zeit, um uns den Hechten zu widmen. Und das werden wir jetzt machen. Wir fahren jetzt ins Flachwasser und werden schöne Driften machen. Und ich hoffe, es knallt. Ja. Mission Hecht beginnt. Oh, Biss, Biss. Biss? Oh, ich bin da gerade. Siehst du es? Das war ein Großhecht. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, das war es. Das war ein Großhecht. Jetzt wieder den Kleinen hier. Go, baby, go. Ja, perfekt. Nice cast. Thank you, man. I will prepare the net. Normally it's not many bites, but if there is a bite, it's a big one. And, well, I think 15 minutes in, maybe even less, I got a nice bite here, so we spotlocked and we try some different lures to see if we can get him to react again. I saw the tail of this fish and it was, well, let's say 95 plus. It was a good upgrade. What we need. Exactly what we need. So I got it on a big, on the big kill shed, the big white soft bait. Now you changed to a spinnerbait, I changed to a jerkbait. Before I had a chatterbait, he didn't want it. We try some different stuff here to see if he wants to come back. And if not, we continue.
Yo, fish. Yes. Good one. Oh, sender. Sender upgrade. Oh, get the nice, net. Get nice, the net. Nice. Go, go, go. I'm here. Go here. Really big, really nice sender. Yeah! Yeah! No. Oh, so cool. Sender yes. On the big bait. Oh, and what a bite. Boom. So laser strike, like super, super hard. Nice. Oh, man. Look at the kill shot. Totally head first inhaled it. It's what crazy, man. Beautiful fish. 79 and a half. So that's... That's an 80. Nice. This is an 80, guys. From the weeds. On very the kill shed. So cool. What beautiful a fish. Beautiful fish. What a fish. Bah! Strong fish. And it's so cool. This is shallow fishing. We are on, what is it? 1.3 meters of depth or something. On the weeds, in a lot of current. Not the typical type of fishing that most people do. Yes. But makes well, big holes. Yes, exactly. Yeah, and the cool shed works. Very nice. Thanks, sure, my friend. Let's go. Right the gates. Congratulations. Junge, Junge. Wahnsinnskrautsander, ein schönes Upgrade und natürlich die nächste gute Gelegenheit für Produktentwickler Simon, den neuen Kalshad anzupreisen. So what I like about this honeycomb structure, not only it's super flexible, but if you like to use a little bit attractant gel, you just put it inside there and it will stay super long inside. And when it's moving, it disperses a little bit the scent. And yeah, very effective. Ja, da war. Ha? Da war ein Fisch dran, ja. Aber den habe ich gesehen, der hat hier am Schwanz gepackt. Den habe ich hier gerade gesehen. Ich glaube, war ein Barsch, sah so aus. Der hat sich schon den Schwanz genommen. Wir kommen der Sache näher. Ja, genau. Jetzt beißt er sich schon mal den Schwanz rein. Die Sache ist halt, im Flachwasser kann alles kommen. Gut, beim Jiggen auch. Ja. Aber in der Regel ist die Fischgröße im Flachwasser ein bisschen besser, wenn Beifang kommt. Wir können aber noch ein bisschen Jiggen fahren, wenn ihr das mehr zusagt. So. Ja klar, das können wir gerne versuchen. Klar. Guter Rat, teuer jetzt. All or nothing, my friend. Also jetzt werden die schweren Geschütze hier ausgefahren. Perch Glider, 18er Fat Louis, dann auch noch in der Farbe Chili Cheese. Oh mein Gott. Ein bisschen herumschieten hier. Mit einem 70er Hecht werden wir keinen Krieg gewinnen. Deswegen gehen wir direkt aufs Ganze. Wir sind jetzt hier in dem Areal, wo ich den 1,15 Meter gefangen habe. Die schwimmen hier rum. Dann auf in den Kampf. Feuer frei. Okay. So nach außen, nach links. Ja. Und ich werfe einfach nach rechts, weil wir sind auf 2,5 Meter und wir wollen diesen ganzen Bereich, also links und rechts ist beides gleichermaßen interessant. Ja. Wir werden die Drift öfters ansetzen in verschiedenen Tiefen. Ja. Wir fangen jetzt bei 2,5 an, dann werden gleich auch eine Drift nur bei 2 Meter machen. Vielleicht nochmal eine direkt an der Kante, auch 4 und werfen nur die Kante einmal hoch. Jetzt fangen wir quasi in der goldenen Mitte an. Alles klar. Ja? Machen wir. Werfen für den einen Fisch. Für den einen großen. Wir brauchen zwei. Okay, einen ganz großen auf jeden Fall. Eine Bombe müssen wir holen. Ohne Bombe kommen wir nicht weit mit Marky Boy. Das Gute ist, Marky Boy hat den größten Hecht. Aber bei Mark wird es tough, dass er safe die 270er Zander bekommt, weil er wird nicht pelagen. Er kann die bekommen. Wir haben auch welche bekommen im Flachen, beim Swimbait-Angeln. Aber das ist keine sichere Bank. Also so sicher wie beim Pelan kriegt er die 70er Zander nicht. Ich habe mal in die Gruppe geguckt. Sieht nicht schön aus, gell? Nee? Nee. Wir brauchen Big Fish. Wir brauchen ganz klar ganz große Fische. Ich glaube, ich angel doch größer. Ja, jetzt wo ich das in der Gruppe gesehen habe. Den Zander, den wir brauchen, der beißt auch auf den hier. Du nimmst die Big Bait Route, oder Till? Ja, ich fisch wieder große. Mir wurde die Muras weiter empfohlen, auch wenn ich eigentlich wechseln wollte. Das heißt, ich mache das einfach erstmal weiter und guck, was passiert. Ne? Also bisher, ich bin mehr als zufrieden. Also wir haben jetzt drei gute und einen vielleicht noch austauschbaren Fisch in der Wertung. Also
kann ich mit leben. Morgen ist auch noch ein Tag und solange wir über die 2 Tage 6 gute Fische reinbekommen, denke ich mal, steht es ganz gut um uns. Ich habe ja immer noch nicht in die Gruppe geguckt. Ja, aber wir brauchen schon Big Fish. Ja, den braucht man auch so. Aber den brauchen wir, das wussten wir auch davor schon. Das, ja, eben. Von das, daher. Das ist klar. Mission Großhecht. Los geht's. Let's go. Let's go. Ja, very powerful. Yes. And the reel feels so smooth. It's the beast. Yes. It's the best in class. Really, the best pike, low profile reel you can buy is this one, the beast. Of course, it's easy to say when you're from Albuquerque, but hey, yeah. This is one of the products that we're really proud of. We sell so many of them. Yeah, that's really nice rod. We see also the returns or the, you know, the problems if there's any, but on this reel, barely exists any problem. Nice. No returns, no spare parts and that kind of stuff because it's just super solid. Perfect. Makes fun to fish, this rod. That's good. Kann ich nur empfehlen, die Rute und Rolle. Die Beast Pro von Abu Garcia. Ja. Mit der Revo Beast. Dustin lernt bereits das Marketing 1x1. Nino paukt noch Gewässerkunde. Du hast hier wie so einen Trichter. Ja. Die Kante verläuft hier so. Und wir werfen hier immer parallel auf der Kante. Also ich stehe voll auf der Kante, ein bisschen flacher. Und da geht es runter auf 12 oder so. Und da geht es hoch auf 4. Ja. Und quasi immer so die Kante entlang. Das sind so Muschelbänke. Und da steht hoffentlich Zander, ja. Barsch und Hecht. Ja. War ja frei. Jo. Die Sache wieder nicht mehr. Er hilft uns aber nicht. Außer du hättest hingefangen, dann hätten wir. Ja, wäre eine kleine Hilfe gewesen, glaube ich. Ja, ich hatte aber auch schon ein bisschen, aber. Aber eben, so ist es. Wir kommen der Sache näher. So, der richtet es jetzt. Jo, wirf mal Richtung das Schiff da hinten. Ja. So ungefähr. Ja, ganz langsam kurbeln. Ja. Faulenzen, aber. Ja. Tranquilo. Ach, Brassen. Scheiße. Ich schenk dir eine Schuppe. Ja. I think so. Yeah, there was one. Cast there. There was one, for sure. Nee, oder? Ja, ist weg. Ja. Oh, fuck. Leck mich am Arsch, ey. Naja, komm, jetzt aber. Macht Hoffnung. Alter Schwede, kann doch nicht wahr sein. Das sind aber alles nur ganz, ganz zaghaft. Was kleinere Zander sind. Kleinere Köder. Immer. Jetzt aber, da ist er doch. Leck mich am Arsch, ey. Oh, schon wieder weg. Nein! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los? Oh. Die guten Dinge sind 7, ne? Ah, wir haben gerade drüber gesprochen, wie herrlich diese Angelei gerade ist. Wir fangen zwar keinen Fisch. Hatten allerdings aber schon 3 Kontakte jetzt in der Drift. Aber die Bedingungen, also mit der Windrichtung auch, so zur Bootsteuerung, einfach herrlich. Wir müssen nichts machen, einfach werfen, angeln, kurbeln. Ich bin glücklich. Man muss einfach davon überzeugt sein, hier jetzt. Scheiße, Stein. Nee, man muss davon überzeugt sein, hier, ich sag mal, nicht im Niemandsland, aber halt einfach irgendein relativ großes Ding übers Kraut zu leiern und ich vertraue dem Johannes einfach voll und ganz und oh, guck mal. Na, ob das ein Stein war? Ob das ein Stein war, wenn der so ein Muschi ist dran, ist? Aber naja, ne? Aua. Nicht drüber nachdenken. Ja, das ist halt Großhechtangeln. Werfen, leiern und vertrauen. Werfen, leiern und irgendwann zuckt er schon und dann zuckt man halt zurück. What do you think, Dustin? We go to the island for jigging or direct Nummersdorp?
Yeah, we can short. It's just a 10-15 minute thing. Yeah. And then we go for the big bike. Yes. Or sandals. Then comes the sick vibe. Yeah, the big sick vibes there. Yeah. Ja, ist Wahnsinn, was ich mit Simon jetzt die letzten Tage schon alles gelernt habe. Also ich habe sehr viel dazugelernt. Ich meine, ich war ja schon einigermaßen erfahrener Angler, aber bei ihm kann man noch einiges dazulernen. Last cast. Last cast. Yep. Okay. Wieder one Finger more. Abgerutscht. One more. Come on. Jawohl. Kleiner Fisch. Oh, Biss. Oh, ab. Das war ein Anschlag, Alter. Fuck. Fisch. Der hilft uns leider nicht. So, kleiner. Kleiner Körper. Aber die hauen sich ja wirklich den rein, ne? Ich denke, ich hab Scheiße erzählt. Nein, nein, das sei ja nicht. Jetzt habe ich das selbst gesehen. Biss. Ja? Ja. Fisch. Gut, Sander. Nee, Hecht. Hecht. Sehr gut. Yes, Mann. Wenigstens ein. Gut. Egal, wir arbeiten mit jetzt Richtung Full Cut. Top. Chili Cheese hat jetzt nicht den Big Fish Effekt leider gebracht, wie geplant, aber wir wollen uns nicht beschweren. So ist es. Gut gemacht. Klein, aber mein. 65. Kleiner Spritzer, aber Hauptsache erstmal Hecht. Auf jeden Fall. Top. Wir schicken uns deine Mutti. Stopp. Weiter geht's. Dritter Zielfisch für Helge, wenn auch in ausbaufähiger Größe. Trotzdem, die zweite Fullcut des Tages rückt in Reichweite, während Simon und Dustin ihre schon seit geraumer Zeit zu veredeln versuchen. Dafür sind die beiden jetzt von ihrer Flussstrecke ins Großgewässer übergesiedelt. We made a little run over the Delta waters. So we changed the river for the Hollands Deep. And we have... Yeah, a little bit more than 1 hour left. Again, a shallow plateau with weeds. But here, the space from the surface to the weeds is a little bit more, right? Yeah, yeah. So yeah. We have a little bit more space to fish, and there's no current here. Water is a little bit clearer, so we can expect here big pike. There's 65 plus sander in the weed, and, well, 90 plus pike. Both of them we need. And this one, with a light jacket, 10 gram, and two treble hooks over the weeds, slowly. Yeah, it's the best. It's really nice in this place. Especially for the zanders here. Yes. The sick vibe is something special for the zanders. Jetzt aber. Okay. Hat der Maß, oder? Oh, halt mal kurz fest. Danke. Hat auf jeden Fall Maß. Ja, meinst du? Ja, ja, der hat Maß. 42 hat er. Ja, das, oh, das wird eng mit 42. Ich meine auch, oder? Ja, das wird eng. Punktlandung wahrscheinlich. Meinst du? Bin ich sicher. Sicher bin ich mir auch nicht, aber positiv denken. Ja, eben. Der wirft jetzt leider einen meiner Fische raus, aber gut. 45. Petri. Ja, Gott sei Dank, ich wollte ja mal Zeit, ne? Du darfst dann immer in die Kamera präsentieren. Ja. Anfang. Schön, ja, mal so, ne? Oh. Ja. Nice. Deine großen Kumpels. Okay, ich würde trotzdem sagen, wir fahren woanders hin. Ja. Weil hier scheint Kinderstube unterwegs zu sein. Na ja, gut, ne? Ja. Wenn die Kleine fährt, ne? Das ist nämlich. Mein Gott, der war der Kind. Das kann man wohl sagen.
Endlich der erste Turnierzander für Nino und außerdem ein ganz wichtiger Fisch für Marks Nervenkostüm. Darauf lässt sich aufbauen. Derweil haben Luis und Helge das Hechtangeln noch einmal kurz unterbrochen. Nochmal ganz schnell eine Stelle. Ob wir ein Barsch-Upgrade hinbekommen? Das bedeutet für dich Snails Calabrese. So, what else? Dann Erfolgsköder. Das Problem ist, die Strömung drückt uns nach da. Ja. Und der Wind kommt aber von links. Deswegen haben wir so einen leichten Schnurbogen. Ja, merke ich. Deswegen schön ankloppen. Wir machen jeder nur 3 Würfe, dann hauen wir hier ab. Shit! Abgegangen? Nee, der ist noch dran. Der ist noch dran? Ja. Oder wieder zugepackt. Hoffentlich ist das ein Barsch. Oder ich hab den wieder. Ich hoffe nicht gehakt. Ja, das ist er. Komm. Mal sehen? Ja! Yes, Mann. Plan aufgegangen. Sauber. Junge Maschine! Das ist ein guter. Top. Der hat 45 aufwärts. Snails Calabrese, my boy. Ja, der hat den wirklich. Ich hab schon. Ah, der. Warte. Der hat 45. 45, ja schon. Läuft der Gute auch schon wieder weg. Danke für deinen Besuch. Weiter geht's. Upgrade um 6 Punkte. Die nimmt Helge gern. Luis plant schon den nächsten Zwischenhalt. Jetzt fahren wir zum nächsten Spot. Da hatte ich auch Barsche gesehen, auch nicht angeangelt im Training. Hoffentlich noch jungfräulich der Spot heute. Zack, mit hoch. Komm, Helge. Noch keine Zeit, wir haben hier YBC zu gewinnen. Was ist jetzt denn los? So. Gib Gas! Ja, fahr. Ja. Oh, missed one. Oh, big fish there. Big fish there, Gas there. Ja. Oh, which thing? Yeah. To the second windmill. Second windmill. This direction. Yes. Fish. No. Oh. No. Fuck. Try it again. Yes. There. More or less. Fine fish, recht. Ein Meter hecht. Jo. Das ist kein Meter hecht, aber. Smallie. Smallie. It's funny to see. You have a trailer hook on. Stinger hook. But 9 out of 10 times they're hooked on the first hook. Our smallest bike is 78, eh? This won't make it. No. So we release this one. Tschüss! Bye bye! Tschüss! Jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Halt, leider beides nicht da, aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellt. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Boah, stimmt. Den Link zu Europas beliebtestem Angel-Adventskalender findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Leute, das ist der Lodrop 08 und hier in dieser Box findet ihr einen Warenwert von 82 Euro für nur 39,95 €. Und wenn du den Lodrop im Abo abschließt, dann erhältst du nochmal 10% und mit dem Code AUB-LD-10, da kriegst du nochmal 10 Euro Rabatt auf deine erste Bestellung. Also, geh auf lodrop.de, schließ dein Abo ab, gib den Code ein, spare ordentlich und erhalte jeden Monat deinen Lodrop bequem zu dir nach Hause. Noch eine Stunde,
Leider bis jetzt kein Hecht im Boot gelandet. Aber gut, das Großhechtangeln, wir haben beide große Köder dran. Dass da jetzt nicht uns übernimmt mit Bissen, war eigentlich klar. Wir brauchen den einen großen Fisch. Und wenn der kommt, ist alles gut. Deswegen weitermachen und hoffen. Ja, langsam, wenn man so lang fischt, sage ich mal, ohne einen Fisch gesehen zu haben, dann bildet man sich ja langsam so ein paar Phantombisse ein. Weiß aber natürlich selbst innerlich, dass das nichts war. Weil wenn dann irgendwann der Biss kommt, ist man sofort da. Aber so ist das. Man muss bei der Big Bait Angelei, man muss einfach durchziehen. Weil das ist nichts hin und her springen. Ah! Junge, der war richtig ohne Spaß. Da. Schön den Tail angeknabbert. Was willst du machen? Weitermachen, weitermachen. Und jetzt versuchen wir, den 45er abzugraden, ja? So sieht's aus. Also so langsam kommen wir in einen Bereich, wo es ein bisschen crazy wird. Wir haben sozusagen den letzten Spotwechsel vollzogen, was nicht ganz stimmt, weil wir nochmal gleich aufs Flache fahren. Aber wir fischen jetzt erstmal eine Kante, im Prinzip dieselbe Ecke vom Gewässer. Wir sind jetzt aufs Hollandsdeep gefahren. Jiggen jetzt erstmal auf Zander. Ich denke, das werden wir so eine halbe Stunde machen. Eine Stunde haben wir noch Zeit. Ich habe jetzt in der letzten Stunde auch mal meinen Garmin LiveScope angemacht, einfach, dass es an ist. Ich glaube nicht, dass wir wirklich große Fische anwerfen werden. Aber wenn man die Technik hat, kann man sie ja nutzen. Da ich die sehr gerne nutze, um Krautbereiche zu finden oder Kanten genau anzufahren, habe ich es jetzt einfach mal angemacht und habe es jetzt hier schön auf die Kante gestellt, wo wir erstmal versuchen, noch einen Zander wegzuholen. Beziehungsweise ich, ja. Nino versucht, noch einen Zander wegzuholen. Und dann gehen wir aufs Plateau und werden ein bisschen driften. Da kann alles kommen. Da stehen auch gerne mal große Zander im Kraut oder dann der Hecht. Aber erstmal hier versuchen, einen Zander zu fangen. Für die Schlussphase versuchen Marc und Nino also in erster Linie Ninos Glück auf dem HD zu erzwingen. Ein anderes Team ist schon etwas länger dort. It was a totally different place where I, Yes. Yep, another one. Better? No. Oh, perch. Wait. It's a perch. It's a perch. It's a perch. It's a perch. Go, go, go. Quick. Gross a perch. On the big hillshed. What the? That's so motherfucking crazy. On the big. Jesus. Wow. The perches are not our problem anymore. No, not anymore. Good man. Oh, crazy. Oh, crazy. Look at that, nice guys. Fish. One lure to catch all the species, apparently. I did not expect the 80 Zender on this kill shed, but now also a 45 plus perch on the kill shed. Really crazy. Mal two. Oh. 44. Yes. Nice fish. Beautiful 44, so a few points extra. What's that? 6-point upgrade or something? Huh? We had a 41? Yeah, we're doing 41, yeah. Not bad. This one will swim back. Up. Ah, bye bye, beauty. Bye bye, beauty. Oh, yes. Perfect. Oh, so nice. Some variables with this bait. More faster. Yeah, faster. Little bit. Little stop bit. And go a little bit. Stop and go. Let it sink a little bit because there is some room over the weeds. Yes. Like with the Sig 5, you have to find the right speed to. Yeah, I hit it. Yeah. To hit the. Sometimes I hit the weeds. Sometimes. And then a little bit exactly. Faster. Yeah. A little bit touchy. Yeah, I learn from you, of course. Good. I like it when people are open for this kind of stuff and put it to action. I love it. You do it good. Thank you very much. Yo, fish. Small fish, huh? Yeah, I think so. It's more like a Zander, I think. Yeah. Small Zander. Small Zander. Small. For the weeds, really small. Good Zander. Good Zander, but no upgrade. And that's the little trick there. Berkeley Sig Vibe on a 10 gram jig head. Two small treble hooks on there. And just cast it with long cast, with a jigging rod, long cast over the weed. And spin it shallow over the weed
Wow, the fish come up to bite it. Really cool. Not an upgrade, let's go. Ciao. Next one for you, eh? Okay. It's really about the retrieve speed. You really need to find the right. This is the most important here, this kind of fishing. Yes. To retrieve it in the right, on the right depth, more or less. Nearly to the weeds. Almost on the weeds, yeah. Sometimes a little tuck tuck, let it drop, and again. Okay. Yep. What's wrong with you, man? Sorry. It's a decent fish, but I think it doesn't help us. Xander again? I think so, yeah. Wirklich sick vibe. Leave it. Ich hätte nicht tauschen sollen. Same size as the cast before this one. What did I do? One or two casts after? But too small for our upgrade. Oh. Ah. Gutes Upgrade und ein paar Zander für die Galerie. Auch wenn er nicht jeden Fisch selbst fängt, bekommt Dustin von seinem Mentor eine Menge mit auf den Weg. Übrigens, falls ihr selbst mal mit einem der teilnehmenden Profis losziehen wollt, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Beim Kauf unseres Adventskalenders sichert ihr euch automatisch die Chance auf einen Angeltag mit Simon, Marc, Johannes, Louis oder einem anderen von 20 europäischen Top-Anglern. Aber das nur am Rande. Bei Till scheint sich nach einigen Phantombissen nun ein echter Fisch am anderen Ende eingefunden zu haben. Kein Megalöwe. Egal. Sander. Ja. Nee, scheiße. Egal. Sah ganz kurz so aus, gell? Egal. Wenigstens hier noch einen erwischt, ey. Immerhin ein Hecht. Ja. Und vor allem, ganz wichtig, Fisch Nummer 2 für dich. Das ist ja auch sind nicht die beiden wenigstens voll, ja. Dünn ist er, aber? Kleiner Spritzer, aber naja, für die lang, Wertung besser als kein Fisch. Lang ist er schon. Das sieht nur ganz, ganz klein aus, aber das ist, weil er magersüchtig ist, glaube ich. Ach so. Sorry. 75, oder? 75, ja, warte. Nee, 75, 5. 76. Dann ist ein 76er. Dann ist ein 76er. Guck mal, wie dünn der ist. Das ist, eher, das ist der Wahnsinn. Das ist ja so dünn. Guck mal, wie er aussieht, der Arme. Der hatte, glaube ich, auch schon schönere Momente als den Anhieb. Ja. Jetzt, kommt ja, jetzt geht er. Ja, ja, nice. Ja, frei. So muss das. So, auf den dickeren. Aber immerhin. Immerhin. Hechte voll, es fehlt nur noch ein Zetti. Stimmt genau. Till ebnet den Weg zur Fulkart und der anfänglichen Skepsis einiger Profis zum Trotz muss man inzwischen sagen, kurz vor Ende des ersten Angeltages liegen alle Teams bei einem Score, mit dem man sich auch beim YPC Boat keinesfalls verstecken müsste. Und ein wenig Zeit bleibt ja sogar noch. Ja, relativ happy, dass wir hier jetzt noch einen Hecht erwischt haben. So haben wir meine zwei Fische schon mal voll. Aber wir haben noch eine halbe Stunde oder so. Ja, Dreiviertel. Dreiviertel, von daher gar keine Pause machen. Weiter durchziehen, vielleicht kommt noch eine. Ja, muss dann aber auch die Eier haben, ne? Da reinzugreifen. Fritte, eine richtige Fritte. Ah, Babyzander. Schnappen wir uns hier noch einen Fuffi. Also wann, oder machen wir den Sack zu? Ende. Aus Mickey Maus. Ist. Barsch? Ah, ja. Fühlt sich auf jeden Fall. Ah. Sehr gut. Machen wir eventuell die Bremse ein bisschen auf, ja, wenn das zu viel Druck ist. Nicht, dass du das ausschlitzt. Zander. Tja. Ich mach weiter. Schöner Zander, aber der hilft uns leider jetzt nicht weiter. Gut, Helge. Man sieht richtig, dass du so ein Weitwurfturnier geschafft. Top. Oh, fuck up. Ah. Boah, was für ein Biss. There is was. There was one. Bit more right from the swans now. Bit more right. Right. Okay. Bit more right. Right. Oh. Ja, perfekt, perfekt. Perfekt, ja. Perfekt.
Ja, I saw the bite. Oh man! I saw the bite. That's a good sender. I was looking at your rod. Ah, boy. I'm coming. No, it's more pikey. More pikey. 71, yeah. Kein upgrade. Okay. Aber cool. Kleiner Pikey. Schnell rein mit ihm, nicht, dass er mir noch die Hände zerstört. No gloves on. Bye bye. Second time like that. Yeah. Crazy shit. Second nice. Time. I miss a bite on the big bait. Tell you where to cast. And boom. Right. It's quite cool. That works. It works quite well. So, 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Schnell rein, nicht, dass noch was beißt. Was sagst du zum ersten Tag? Ja, es lief doch ganz gut. Natürlich, ja. Ein bisschen mehr geht immer, aber ich würde mal behaupten, für den ersten Tag kann sich das sehen lassen. Wir gucken mal. Ja, man muss dazu sagen, Till hat die Ergebnisse nicht angeguckt. Nee, guck ich gleich. Die gucken wir gleich mal an. Aber ich muss sagen, wir sind im Soll. Wir haben auf jeden Fall 3 Fische, die in der Wertung sind. Das ist die Hälfte für den halben Tag, also für die Hälfte der Angelzeit. Jetzt geht's nach Hause, Plan machen für morgen. Wir wissen nämlich noch nicht ganz genau, was wir machen, wie viel Risiko wir gehen wollen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Und wir sind raus. Schönen Abend. Nachmittag, Tag, morgen, was auch immer. Und vorbei. Hat jemand was gesagt? Hat jemand was gesagt hier? Okay, gut. Am I not bo- Nein, Spaß. Gut. Helge. Luis. Es war mir ein Fest heute mit dir angeln zu dürfen. Vorsicht. Upsala. Ja, mir natürlich auch. Ich kann mich nicht beschweren. Definitiv nicht und ich kann mich auch nicht beschweren. Du warst heute ein super Bootspartner, hast wirklich perfekt die Sachen umgesetzt und ich bin sehr zufrieden mit deiner Leistung. Das freut mich. Man geht ja immer vom Worst-Case-Szenario aus, dass der Fan vielleicht es nicht schafft, diese 2 Fische, die Mindestanforderung quasi an den Fan zu fangen. Ja. Aber was soll ich sagen? Bei uns müsste es eigentlich schon umgedreht klingen, ja, dass ich mindestens 2 Fische fange. Du hast heute einen Top-Job gemacht. Ich bin gespannt. Wir müssen jetzt erstmal einen Plan schmieden. Einen Fisch brauchen wir noch, das ist der Hecht. Und eigentlich bin ich bei den Zandern zufrieden. Das kann man so stehen lassen. Die Barsche, der eine 49er, perfekt. 45er, okay. Ob das reicht, weiß ich nicht. Deswegen, wir müssen einen Plan machen, wie wir 2 fette Hechte bekommen. Und eventuell noch den Barsch-Upgrade von 45. Ja, also 45, 49, also für mich ist das geil. Also das freut mich. Also, wir fahren jetzt in die Unterkunft, machen heute schön Pasta Bollo und gehen früh ins Bett. Und am nächsten Tag, ja, morgen, da wird richtig angegriffen. Big Mama Jagd. Die müssen wir haben. Auf jeden Fall. Also, ja. Peace. That's it. Ey, es war nicht so schlecht. Nein, war gut, das war super. Nicht so schlecht. Also, wir haben gute Fische dabei. Definitiv. Ja, jetzt geht es morgen darum, ihn hier zu 2 großen Fischen zu bringen. Das schaffen wir. Wir haben morgen 8 Stunden Zeit. Wir machen uns jetzt gleich einen schönen Plan, was wir morgen so treiben. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode auf dem Wasser. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Ciao. Feierabend. Well. Das denn? High five. High five. Very nice day. Good day. Good day today. Oh yeah. We had a lot of fun. Of course. And we caught plenty of fish. And nice fish. Filled the card before 12. All others. Yeah, in the first episode already a full card. It's really good. We had a lot of bites, a lot of fish, also a lot of small fish that did not count. But also a few really nice ones in between. We lost some hooked fish. Yeah, but it's okay. It's okay, yeah. It's okay. Good. So then the result is very nice. Result is good, and then tomorrow we go all in for a big pike. We have to do it. We have to catch a meter pike. Work. Big baits, cheddar baits, spinner baits. Should be good. Yeah. Thanks a lot, mate. See you in the next episode. Thank you too. Ciao. Bye bye. Gut, Leute. Das war Tag 1.
Dustin und Simon grüßen weiterhin vom Platz an der Sonne. Alle anderen Teams haben die Full Card mittlerweile aber ganz dicht vor Augen. Helge und Luis sind vor allem bei Barsch und Zander sehr gut aufgestellt. Till und Johannes bewegen sich punktemäßig ebenfalls auf sehr hohem Niveau. Und wie schon gehört, wird Marc am zweiten Tag alles daran setzen, Nino zu mindestens zwei guten Fischen zu coachen. Insgesamt jedenfalls eine Konstellation, die viel Spannung für die letzten 8 Angelstunden verheißt. Wir freuen uns wie immer über Likes und Kommentare und hoffen, dass ihr auch am kommenden Donnerstag ab 20 Uhr wieder einschaltet. Richtig gehört, auf die nächste Folge müsst ihr nicht lange warten. Bis dahin viel Erfolg am Wasser und ciao.